lieber Marcel, liebe Maria, liebe Frau Betridis, liebe Schwestern und Brüder, jung und alt. Es ist schon echt eine Herausforderung. Da ist ein normaler Dienstag und dann darf, muss ich dieses Evangelium vorlesen, den Beginn des hohenpriesterlichen Gebetes Jesu Christi. Und das ist einfach wow für einen gewöhnlichen Dienstag. Wir glauben, und das ist das Wesen des Christentums, wir glauben, dass der Gott, den alle in ihrem Herzen suchen und ertasten, auch wenn sie gar keinen Namen für ihn haben, weil sie alle Vakuumexistenzen sind, weil wir so geschaffen sind, dass wir ein Loch in uns haben, dass wir nach dem Großen, dem Ganzen, dem Letzten suchen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn unseres Lebens? Dass dieser Gott, den alle suchen und den die Religionen verschieden benennen in ihren oft fantasievollen Vorstellungen, dass dieser Gott von sich aus sich uns geoffenbart hat. Er wollte, dass wir Menschen, und dazu hat uns den Geist gegeben, er wollte, dass wir Menschen ihn erkennen können. Papst Benedikt XVI., der größte Theologe des 20. Jahrhunderts, hat im ersten Band seines Jesus-Buches, seiner Trilogie über Jesus von Nazareth, die Frage gestellt: Jesus Christus ist gekommen und er macht den Eindruck eines Weltverbesserers. Er gibt religiöse Lehren, er gibt Wegweisungen, wie das auch andere getan haben, andere Religionsstifter oder auch Philosophen oder moralisch hochstehende Menschen. Und dann stellt er die Frage, was hat Jesus eigentlich gebracht angesichts einer Welt, in der es weiterhin Krieg gibt, Hunger gibt, Elend, Unterdrückung, Sinnlehre oder eine Pandemie, wie wir sie jetzt seit März hier erleben. Was hat Jesus eigentlich gebracht? Und er gibt dann die Antwort, Gott. Jesus hat Gott gebracht. Er hat uns gebracht, dass wir Einsicht haben in das innere Wesen Gottes. Wir dürfen an einen Gott glauben, der sich nicht vor den Menschen versteckt, dass sie ihn bloß suchen und ertasten, sondern einen Gott, der auf den Menschen zukommt, der sie herauslöst aus ihren Vorstellungen von Götzenbildern, wie im Alten Testament, und der ihnen sagt, ich bin der Einzige, denn ich bin für dich da, ich bin, der ich bin. Und der dann einen Schritt weitergeht und nicht nur Worte über sich durch Propheten sagen lässt, sondern der selbst in einem Menschen, Jesus von Nazareth, geboren aus der Jungfrau Maria, in den Koordinaten der Zeit unter Quirinius und Augustus, dem Kaiser, Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist. Einer aus dieser Milliardenschaft von Menschen, die auf diesem Planeten je gelebt haben, leben und leben werden, ist der Sohn Gottes. Und er kommt deshalb, damit wir hineinschauen können in dieses Geheimnis Gottes. Und er offenbart uns den Namen Gottes, den wir nicht aussprechen dürfen im Alten Testament. Es war verboten, das zweite Gebot. Nicht aussprechen durfte man den Namen Yahweh. Man hat ihn ersetzt durch Hashem, der Name. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, haben wir auch gesagt, der Marcel und ich, bevor wir hier hereingekommen sind in unsere Kapelle. Und er gibt sich einen Namen, und in diesem Namen haben wir heute schon die Heilige Messe begonnen. Die habt hoffentlich gut mitgefeiert und euch vielleicht auch mitbekreuzigt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er offenbart sich in seinem Einzigsein und in seinem Einssein als dreifaltig. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Zwischen dem Vater und dem Sohn besteht eine Beziehung der Liebe. Beziehungen machen unser Leben wertvoll, das habe ich schon 100-mal gepredigt. Jeder, der den Pater Karl kennt, weiß, dass er das dauernd sagt, ja, weil es wirklich so ist, das habt ihr jetzt gemerkt, wie Beziehungen plötzlich nicht mehr möglich sind, wie die Omas und Opas alleine gesessen sind, weil keine Besuche möglich waren. Oder ganz tragisch haben wir ja oft gehabt, dass gerade jetzt in der Pandemie jemand gestorben ist. Und wenn es dann der eigene Ehemann ist, denke ich immer an den lieben Freddy Tauber, der hier war, also. Und dann sitzt man alleine. Beziehungen werden erst wertvoll, wenn man merkt, dass man sie hat.
Sonst realisiert man sie oft gar nicht. Das ist so das Selbstverständliche, dass du deinen Mann neben dir hast, dass du deine Frau neben dir hast. Du merkst sie schon gar nicht mehr. Sie ist wie ein Möbelstück in deiner Wohnung verkommen. Und dabei ist sie das Eigentliche, das dein Leben schön macht. Was wärst du ohne sie? Was wärst du ohne ihn? Was wärst du ohne Kinder? Was wärst du ohne Freunde? Nichts. Und Gott ist in sich Beziehung. Er ist Beziehung zwischen Vater und Sohn. Diese Beziehung trägt den Namen Geist. Und bitte, liebe Schwestern und Brüder, warum ist Jesus in die Welt gekommen? Durch wen kommt er in die Welt? Wir sagen es im Glaubensbekenntnis immer. Empfangen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, die Beziehung in Person in Gott, das ist wieder Ratzinger. Der Heilige Geist, die Beziehung in Gott, er wirkt die Menschwerdung. Und Jesus Christus ist in der Welt als die zweite göttliche Person, aber immer in einer Beziehung, also zwischen ihm und dem Vater ist der Heilige Geist. Der Geist führt ihn in die Wüste. Es ist der Geist der Hingabe, der Jesus leitet, ans Kreuz zu gehen. Und in dem Augenblick, wo er dann am Kreuz sterben wird, wo er diese Hingabe, diese Entsühnung bis ins Letzte vollzogen wird, da formuliert der Evangelist Johannes, paredokento pneuma. Er hat den Geist herausgegeben. Er gab den Geist aus. Auf, wird es dann übersetzt. Gibt den Geist heraus, er haucht den Geist in die Welt hinaus. Der Geist, der in Gott die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist, er wird in die Welt hinein gehaucht. Und wo landet er? Hoffentlich in dir und mir. Hoffentlich in dir und mir. Ja, Jesus hat es in Stufen gemacht. Am Kreuz haucht er den Geist aus. Gleich am Ostermorgen steht er vor den Jüngern, nicht also von denen wir glauben und bekennen, dass in ihnen das priesterliche Amt, das bischöfliche Amt gebildet ist, der haucht sie an, empfangt den Heiligen Geist, dem ihr die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Klar, wo eine Beziehung zwischen Mensch und Gott ist, da hat die Sünde keinen Platz, da muss sie weichen. Alle Sakramente, alle Sündenvergebung, alle Gnadenvermittlung geschieht im Heiligen Geist und wir sind auf dem Weg hin, dass dieser Heilige Geist am 50. Tag nach der Auferstehung dann ausgegossen wird, am Pfingstfest in Feuerzungen über die junge Kirche. Das ist abstrakt, ja, wenn man eben jetzt über Dreifaltigkeit und Menschwerdung und so weiter nachdenkt, aber es hat doch was mit dir zu tun. Du sollst das erkennen. Und erkennen meint in der Bibel nie das, was wir so sagen, erkennen, ja, a Quadrat plus b Quadrat, nicht, wie sagt Pythagoras, das c Quadrat, naja, was lustig, gut, ja, okay, lernen wir in der Schule, aber dass man das kennt und erkannt hat, ja, das ist... Ja, das ist nicht so aufregend. Spannend ist, wenn einem dann manche Sachen auffallen, wie es mir einmal passiert ist. Es gibt dieses Lied, das wir am Anfang gesungen haben. Ihr habt es im Gotteslob 346, ja. Da gibt es dieses Lied, Atme in uns, Heiliger Geist. Und es ist hier nicht notiert und es ist in den anderen Liederbüchern auch nicht notiert. Aber es ist ein Kanon. Es gehört zweistimmig gesungen. Sonst ist fad, Atme in uns, Heiliger Geist. Erst wenn es zweistimmig ist, ist großartig. Aber ist hier bei 346 auch nicht notiert. Ich singe es immer zweistimmig. Ja? Wenn man sowas erkennt, freut man sich. Ja? Aber die Freude, Gott zu erkennen, die ist noch einmal inkommensurabel größer. Denn diese Erkenntnis trägt den Namen Glaube. Und im Glauben steckt das Wort Liebe drinnen. Und da erkennt man, dass man geliebt wird, maßlos. Man antwortet mit Glauben, also wieder mit Liebe. Und dann wird das Ganze spannend und prickelnd. Dann entsteht eine Beziehung zwischen mir, kleinem sterblichen Menschen, verfallen in Krankheit und Tod und irdischen Problemen, belästigt und belastet durch eine Pandemiekrise, eingeschränkt in meiner Freiheit durch äußere Verbote. Und da wird es dann prickelnd, weil ich andocke an den Gott, der Beziehung in sich selbst ist. Eine Beziehung, die den Namen Liebe trägt. Das ist das Geheimnis der Selbstoffenbarung Gottes, dass wir befähigt und befreit werden, Gott und den Nächsten zu lieben. Amen.